In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie vorgehen, wenn Ihre Samsung-Waschmaschine eine Unwucht aufweist. Bitte beachten Sie, dass sich Modelle und Ausführung der Waschmaschinen je nach Vertriebsland unterscheiden. Wenn Ihre Samsung-Waschmaschine den Schleudervorgang abbricht, liegt wahrscheinlich eine Unwucht in der Wäschetrommel vor. Eine Unwucht tritt auf, wenn die Wäsche in der Trommel ungleichmäßig verteilt ist. Wird dies zu Beginn des Schleudergangs festgestellt, versucht Ihre Samsung-Waschmaschine automatisch, die Wäsche in der Trommel umzuverteilen. Dazu dreht die Trommel langsam abwechselnd in beide Richtungen. Ist anschließend die Wäsche gleichmäßig in der Trommel verteilt, wird der Schleudervorgang fortgesetzt und normal zu Ende geführt. Lässt sich das Problem nicht auf diese Weise beheben, zeigt die Waschmaschine einen Fehlercode an. In diesem Fall müssen Sie die Wäscheladung überprüfen, um sicherzustellen, dass die Maschine nicht überladen ist. Schwere Wäschestücke wie Jeans oder Badetücher, in denen sich andere Wäschestücke verfangen, können zu einseitiger Beladung und Unwucht führen. Auch wenn schwere Wäschestücke wie beispielsweise ein Badetuch oder ein paar Jeans einzeln gewaschen werden, kann eine einseitige Beladung auftreten. In diesem Fall wird empfohlen, der Trommel noch andere Wäschestücke hinzuzufügen, um eine gleichmäßigere Beladung zu erzielen. Nach Überprüfen der Ladung und Beheben der Unwucht starten Sie das Waschprogramm erneut. Beim Waschen von Bettwäsche oder Decken kann es aufgrund der hohen Saugfähigkeit dieser Wäschestücke vorkommen, dass sich die Waschdauer erhöht oder die Schleuderleistung verringert. Die empfohlene Schleuderdrehzahl für Bettwäsche beträgt 800 Umdrehungen pro Minute bei einer Beladung von maximal 2 Kilogramm. Das war's erstmal. Nun wissen Sie, wie Sie bei Ihrer Samsung-Waschmaschine eine Unwucht beheben. Weitere Informationen finden Sie in unseren anderen Videos zu Waschmaschinen.